Und jetzt sind wir auf einem Ausflug am Flohmarkt in Therwil. Und ich habe eine ganz spezielle Persönlichkeit hier getroffen. Es ist der George Küngter, Mr. Bibo. Er ist hier gerade in einem Gespräch verwickelt. Jetzt tue ich euch hier aber schnell unterbrechen. Darf ich hier schnell dazwischen? George, Sally, schön treffe ich dich wieder an. Du bist natürlich auf Achse. Ich habe es gesagt, Bibo. Du, jetzt möchte ich aber gerade wegen Bibo ganz weit zurück. Heute habe ich das Blättchen genauer angeschaut und habe oben gesehen, Jahrgang, 72. Jahrgang. Ist das korrekt? Das und wie tut sich das überhaupt so aufgleisen? Das stimmt. Der Bibo ist im 73. Jahrgang, wobei ich gebe zu, dass ich den Bibo eigentlich früher nur vom Namen kennt habe. Und erst seit dem jetzigen Jahr 2000, im Jahr 2000, als ich für den Bibo dank dem Reinhard Verlag durfte, dort Chef und Chefredakteur sein, ist natürlich der Bibo, ich glaube, man darf ruhig sagen, der Bibo ist mit dem Reinhard Verlag und dem Support der Gemeinde in eine Art neues Zeitalter gegangen, vom reinen Publikationsorgan und Amtsanzeigen redaktionell ausgebaut mit Möglichkeiten, eine Art Wochenpublikation. Das ist seit dem Jahr 2000. Aber er ist im 73. Jahr, also der hat schon jetzt rechne ich ganz schnell, muss in den Kriegsjahren ist er entstanden, wenn ich jetzt das ausrechne. Er hat ja früher auch die Funktion von einem Amtsblättchen so oder so hat gehabt. Er immer noch. Es ist immer noch das Publikationsorgan von Bobmigen, Therwil, Oberwil und Ettigen und in der anderen Gemeinde vom BSI Gleimental, der Amtsanzeiger. Also, jetzt gehen wir doch ein bisschen auf die Zeit ein, George. Ich meine, wenn einer wirklich unterwegs ist, man hat es auch jetzt wieder gesehen, er scheut sich vor nichts her. Also, sowohl jung wie alt kommen dran. Was war das Bewegendste, was du erlebt hast an Geschichte? Weil du hast ja so einen Fundus an Geschichten mitgekriegt. Das ist jetzt schon aus dem Bauch aus sagen, das Bewegendste. Ich sage immer, ich stelle den Menschen im Vordergrund. Wie du richtig sagst, der Mensch ist von klein auf, also vom Kleinkind, vom Pinkis bis zum höheren dritten Alter. Oder? Und das ist ja, glaube ich, auch die Aufgabe von einem Lokalblatt, Lokalzeitung, den Menschen im Fokus, den Nachbarn, die Jugendgruppe, der Ortsverein, die Institutionen. Ich bin nicht ein grosser Anhänger, überhaupt nicht von der globalisierten digitalen Welt. Auch du machst ja ein Lokalfernsehen. Also ich will nicht mit einem Mausklick wissen, was in Sydney, in New York läuft, sondern ich will wissen, wer ist der Nachbar, was hat. Und das ist sehr realer als die vernetzte Welt. Also Kioskverkäufer an der Tramhaltstelle, wo ich jeden Morgen stand und aufs Tram war, die Schulkinder, und das ist das Leben. Und nur das. Alles andere ist eigentlich viel Scheinwelt. Wie kommt man denn an die an, wenn man jetzt ein kleines Event hat? Wie kriegt man die dazu, hier da aufzutauchen? Nach 15 Jahren behaupte ich, kennt man den Bibo, kennt man den Bibo mal. Man weiss, wer die Redaktion ist. Man kann sich viele Leute dort mit direkt kontaktieren, per E-Mail. Also auch ich habe E-Mail und Computer als reines Arbeitszeug, aber nicht mehr und nicht weniger. Und sie schreibt mir auch Redaktion der Bibo, die ist an der Missionsstrasse in Basel. Nein, ich bin fassbar. Ich sage immer, ein Lokaljournalist muss sicht- und fassbar sein. Und nur das. Das okay. Ist Erfolg. Ja. Dann probiere ich. Oh, jetzt haben sie mich verloren. Jetzt haben wir trotzdem noch eins, zwei. Wer bist du? Janine, ich habe das vorher schnell mitgekriegt. Du hast erzählt, du hast schon mal Interviews gegeben und so. Aber wie ist das da mit dem Bibo-Mann zusammenzusitzen? Sind das schwierige Fragen oder kann man da aus dem Bauch antworten? Man kann schon aus dem Bauch antworten. Was hast du ihm denn so erzählt? Was ist jetzt so spannend gewesen? Also er gefragt hat mir, also wieso wir da sind und was so toll war und ja. Ja, und jetzt erwartest du natürlich nächste Woche dann, dass du auf der Titelseite bist, oder wie? Ja. Okay, die anderen zwei sind auch gerade wieder dazugekommen. Was hast du erlebt, als du jetzt mit ihm geredet hast? Bist du jetzt so ein bisschen nervös gewesen? Hast du gedacht, wow, und jetzt sind wir noch auf dem Fernsehen da? Nicht so. Nicht. Ich bin ja schon mal im Fernsehen. Wir sind alle zusammen mal gesehen. Okay. Also, ihr seht, es ist recht einfach, wenn wir einmal unterwegs sind. Und das ist ja auch bei uns so. Dann sind wir ansprechbar und das ist ja auch schön. George, was steht denn an Geschichten an? Grösseres? Haben wir irgendein grosses Highlight in diesem Jahr, das du schon weißt, wo man vielleicht schon etwas sagen darf? Ja, also wir haben
Ich sage immer, es gibt Leute, die fast kein Verständnis haben, dass man jede Woche lokal etwas produzieren kann. Und ich sage in diesen Gemeinden oder Dörfern, zwei sind ja Stadt, Oberwild, Herwil ist ja einwohnermässig Stadt und doch Dorf geblieben, gibt es jeden Tag etwas. Also man hat natürlich ja die, ich sage jetzt mal, die Fixpunkte Fasnacht. Das ist jetzt gerade im Biber für die nächste Woche Dekorationen, die in Ettingen und in Herwil gesehen sind. Wir haben Gemeindewahlen, Gemeinderats, Kommissionswahlen, wo sich der Biber aber aktiv nicht beteiligt. Wir nehmen das zur Kenntnis, also das ist sicher etwas. Und dann haben wir natürlich das Eierlesen, wir haben Bandtag, wir haben eine Feuerwehrhauptübung, wir haben gerade hier jetzt, wo wir in Herwil sind, wird Herwil sich wieder da das Public Viewing machen, der Fußball-Europameisterschaft in Frankreich, das ist auch ein Highlight. Wir haben alle die Vereine, die Unterhaltung machen in dieser Halle, wo wir jetzt hier sind. Jetzt kommt gerade der Fasnachtspräsident gesehen von Herwil, der ist auch schon eingetroffen. Und die Madame kommt auch. Und nein, es steht immer etwas an. Highlight kann man nicht sagen. Lokalblatt lebt von lauten Highlights. Und nicht von einzigartigen Events, sondern der Alltag in diesen Dörfern wird im Bibo widerspiegelt. Jo. Wunderbar. Und widerspiegelt heisst, ihr könnt immer auch im Voraus schon vom Bibo diese Informationen kriegen und hinterher, wenn ihr es verpasst habt, sicher auch einen Bericht darüber. Dasselbe bei uns hier auf Regio TV Plus. Und auch hier ist der Weg ganz klar gelegt. Info at Regio TV Plus. Ihr schreibt uns ein Mail und wir werden schauen, ob wir für euch etwas tun können. Also, George, ich denke, ein Hoch ein auf Hoch. Unsere Region, oder? Auf die Region, aufs Biboland und auf euer Fernsehen. Und ich denke, das ist in der heutigen Zeit, wo alles so Social Media, die sozialsten Medien sind sicher ein Lokalblatt und Regio TV, Lokalfernsehen. Das sage ich unverschämt. Komm, fertig, das gibt es uns nur eine Bekleckerei. Also, die Geschichte vom Bibo-Mann war das. Viel Spass.